was da höre. Oh yeah. Nice Espresso. Hat genau einen Knopf. A und ab. I love it. So. <coughs> Let's go. Viel good podcast solo Folk, Mittwoch, 10. November. Ja. Ich habe mir gerade ein Espresso rausgelassen. Und ich habe nicht allzu viel Zeit, ähm, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht durchstresse. Es ja. muss man, muss man, ist auch für mich etwas, äh, ich sage jetzt mal therapeutisch, dass ich dann einfach wirklich mehr schnell die Zeit nehme, mich vielleicht auch entspannter ansetze, als ich es jetzt gerade mache. So, vielleicht sogar das Mikrofon so fein in die Hand nehmen Schluck Espresso nehmen. Mm. Ah, ja. Ich habe fast ein Red Bull, irgendetwas sugar-free oder rot oder keine Ahnung was genommen. Aber ich probiere eigentlich. Ich probiere eigentlich nicht zu viel von dem Zeugs zu trinken. Das Problem ist, ich finde es viel zu geil. Ja. <laughs> Wie mit so vielen Sachen. <laughs> Probiert man es nicht zu machen und äh, findet es viel zu geil. Ähm, Menschen umbringen. Nein. Auf jeden Fall. Ähm, ja, gemerkt habe ich gemerkt, Espresso, das ist so, ja, da fühlt man sich schon ein bisschen erwachsener, wenn man Espresso trinkt. Ja. Das habe ich gemerkt, als ich, <laughs> ich, mal, äh, ich mal einen Schüler getroffen habe. Okay, das klingt schon ein bisschen komisch. Ähm, ä, ä, ein Schüler hat mir geschrieben, weil er für seine Arbeit, ähm, irgendeine Schularbeit, hat er gefunden, er macht Stand-Up-Comedy. Voll geil. Ähm, ich hat zwei, drei von denen jetzt mittlerweile in irgendeiner Art und Weise... Ähm, die Rina, die, die tritt jetzt mittlerweile sogar auf. Das ist ihre Maturarbeit gesehen. Ähm, und äh, wirklich, wirklich lustig. Und auf jeden Fall der Typ, ähm, da habe ich den getroffen halt, zu einem Kaffee. Und, und da habe ich dann gemerkt, ah, shit, so ist es gesehen, 15. Weil ich ich habe mir so ein Espresso und ein Mineral mit Kohlensäure bestellt. Drei-, jährig oder? Und auch so äh, Cola mit Eis und Zitrone. Und äh, dann hat er nach 10 Minuten nochmal eins bestellt. Und dann habe ich so gedacht, shit, logisch, so es gesehen als Teenager. Also bei mir bis 27. <laughs> Einfach den flüssigen Zucker reingeschüttet, bis dem geht nicht mehr. Und jetzt ist so fast schon ein Genussmittel. Ja? Es ist wie Alkohol. Man gönnt sich ab und zu mal. Aber espresso kann man sich auch immer gönnen, so ist es nicht. Um, mm, 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 mm einen Schluck Wasser genau dazu, wie es gehört. Und was erzähle ich euch heute? Heute erzähle ich euch von meiner letzten Woche. Und ähm, es sind wieder ein paar Mails reingekommen. Die werde ich natürlich auch noch vorlesen. Äh, und die sind dann alle eligible für zwei Tickets von einer Show von mir nach Wahl. Und ich habe es so wieder gemerkt, ich habe wieder so eine ähm, recht intensive äh, Comedy-Woche gehabt. Ja, vor allem für die jetzige Zeit, ähm, was sind es gesehen? Vier, vier Auftritte, ja. Wenn man mehr als täglich von der Woche spielt, dann das, das merkt man dann schon, aber, aber es ist nicht anstrengend. Gewesen. Es ist richtig schön gesehen. Nämlich Ziehstieg äh, haben wir Stand-up Comedy Show im Bernhard-Theater. Grossartiges Line-Up. Riesenstimmig. Das ist eine von den Shows, wo jetzt wahrscheinlich schon siebenmal verschoben worden ist. Und drum effektiv auch knallenvoll, ja. Ähm, der Saal knallenvoll, die Leute knallen voll, sensationell ähm, Hat richtig Spaß gemacht. Am Donnerstag dann auch eine verschobene Show, auch schon mehrmals, Swiss Comedy Night in Amme. Swiss Comedy Night, ein Pro, äh, Projekt äh, von zwei Freunden und mir, ähm, wo der Verein Comedy im Balz eigentlich betrieb. Ja. Der Comedy im Balz-Verein hat damals angefangen mit den kleinen mix Shows im Balz und irgendwann haben wir gefunden, das machen wir jetzt noch ein bisschen grösser. Mit äh, ganz vielen Künstlern an einem oben in einem grösseren Saal. Und das haben wir jetzt in Emmen machen Am Emmen Lacht Festival im Löttheater in Emmen. Auch dort, wirklich bis auf ein paar wenige Platz knallvoll. voll. Super gesehen. Auch sehr, sehr spaß gemacht. Und am Freitag kann ich dann einen Firmenanlass gehabt. ist nicht so gut gelaufen, ja. <laughs> Aber der da, ist dann nachher noch zu mir gekommen und hat, hat noch gesagt, wir haben noch gedacht, das kommt vielleicht nicht so gut. <laughs> Weil, ähm, ja, die Leute haben sich eineinhalb Jahre nicht gesehen, die haben äh, sehr, sehr Interesse gehabt, sich wieder zu sehen und äh, das eine oder andere zu essen und vor allem auch zu trinken. Und haben, glaube ich, nie zu so Interesse gehabt an Unterhaltungsprogrammen Also völlig egal äh, von wem. Ähm, plus, was auch nicht toll hat, ich bin äh, als Überraschung angekündigt worden. Ja? Und ähm, ich kann mir nur vorstellen, was für eine Enttäuschung es ist, <laughs> es ist wenn als Überraschung ich oft auch. <laughs> Aber äh, am Samstag, über das will ich vor allem reden, am Samstag ist dann Comedy-Männer die Party gewesen. Ich glaube, so jetzt es offiziell geheißen, ja Von den Kollegen Büsser, Schweizer und Herz, wo Live-Podcast gemacht haben in der alten Kaserne, mit Überraschungsgästen, und ein davon durfte ich sein, und ich habe sozusagen, eigentlich kann man sagen, ein Warm-up gemacht, ja, es war vor allem ein Warm-up, weil die Leute <laughs> noch am Anstehen gesehen sind draussen, weil so viele Menschen gekommen sind, unglaublich, ähm, dass sie halt haben um eine Ecke anstehen das heisst, wenn ich vor der Live-Aufzeichnung vom Podcast auftrat, bin, es waren noch nicht mal alle Leute die gesehen. ja, aber äh, es ist, es ist, also zum Auftreten war es sensationell. Es hat super Spass gemacht, Stimmung von Anfang an auf 100 und, ähm, und es war so wirklich wieder mal einer von diesen Auftritten wie Ferien. Einfach auf die Bühne, so ein bisschen Plan hatte, was ich machen will auf der Setliste und aber dann völlig, ich nenne das, äh, wie nenne ich das? <laughs> habe ich schon einen Begriff für das. Ja, so free floating ist ein bisschen komischer Begriff. ja. Nein, eigentlich geht es darum. So eine, äh, ich als, als, als Stand-up-Comedian habe immer's immer das Ziel auf der Bühne ein gewisses Gefühl von Freiheit zu haben. Ja. Und das ist wirklich äh, wie ein anderer Zustand im Kopf, wo man den einfach findet. Jetzt gehen wir dort durch, jetzt machen wir das. Und das klingt das mir meistens. Ist man zum Beispiel am Freitag. Äh, Anders gelungen, indem ich halt gemerkt habe, oh, da muss ich jetzt etwas mehr arbeiten. Und dann habe ich dort auch meine Setliste im Kopf gerade wieder umgestellt, während ich auf der Bühne gesehen bin und habe gefunden, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das bringen. Ah, jetzt, jetzt gehe ich eher auf die Richtung, jetzt, jetzt gehe ich dort durch. So. Und ähm, es habe ich in einen völlig anderen Zustand am Samstag, weil es gesehen so ist, hey, ich bin, jetzt einfach, ich bin jetzt einfach hier wie in der Ferien oder fast wie der Haus. So. Ich, ich fühle mich einfach zu 100% wohl und kann machen, was ich will, sozusagen. Und das ist wirklich, wirklich geil. Es hat sehr Spaß gemacht, jetzt mit den Leuten zu reden, ähm, von der Bühne aus. Ja. Ähm, und, und dann noch zwei, drei Sachen, die äh, ich auf meiner Setliste gespielt habe. Und äh, weil die Leute so lange angestanden sind, kommt irgendwie ein bisschen kurz vorhanden und sagt: Hey, du kannst im Fall länger machen. Ach, die war los was losging mit der Aufzeichnung, dann kannst du sicher bis 10 Uhr abmachen. Und das ist, für solche Sachen bin ich, dann, bin ich dann wirklich auch, will ich sagen, fast ein bisschen stolz, dass ich dann einfach sagen kann, okay, und dass ich dann auf die Bühne gehe und auf die Uhr schaue und einfach bis Punkt 9 Uhr abmache und nachher noch die Ansage kann machen kann, dass um 10 Uhr ab wie abgemacht denn der Live-Podcast losgeht. Äh, ist auch lustig gesehen, weil es Backstage winzig, einfach so hinter mir durch, neben der Bühne, ein paar Sofas, aber sehr angequatscht. und ähm, ein Kielschrank sehr gefüllt. Ähm, natürlich immer wichtig bei so einem Event, <laughs> dass der Kielschrank gut gefüllt ist, ähm, weil weg der Gage geht mir ja nicht. Also <laughs> ähm, sondern ja, einfach um Spass haben. Und das hatte ich definitiv. Äh, Bashi ist noch nicht ein Überraschungsgast. Gewesen. Und äh, mit ihm, wie immer, sehr lustig. Ähm, dann ist der, der Sascha Warner rumgekommen, den ich mich sehr gefreut habe. Ähm, der Bashi ist äh, mit Alana gekommen, den äh, ich auch super, super mag. Ähm, es ist mega blöd. Ich weiß, ich dass sie den Podcast hören. Und dann ist ich so: Shit, was, was sage ich jetzt? Ich meine es wirklich so. Und ich sage es nicht, will der das hören <laughs> Und ähm, nein, darum, alle die Leute wieder mal zu sehen, ähm, hat sehr, sehr Spaß gemacht. Äh, auch sonst, äh, die Leila Ladari ist noch auftreten, äh, Newcomerin, wo wirklich sehr, 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 sehr promising ist. Ich ähm, finde find ihre Sache wirklich toll, was sie macht. Und äh, äh, Moser und Schelker, wo dann auch noch äh, im Podcast auftreten sind, wie auch der Bashi. Und äh, danach hat der Schweizer noch mit seiner Band, äh, wie heißt sie? Rockload! This is so. <laughs> Rockload. This like a. This is a pay radio wo where 24 Stunden Rock music is. Rockload on 10745. Rockload. Rockload. Live on air. «Rockload!» Okay, sorry. Ähm, die sind auftreten mit Überraschungsgast 7. Also das muss man den Jungs wirklich schauen, wenn sie sagen Überraschungsgast. Da geht dann auch wirklich etwas. Und ähm. Mm, mm, mm. Mm. Espresso. nimm so warm. In meinem Kopf, aber noch sehr warm erwartet. Uh. Uh, okay. Und ähm, dann äh, bin ich erst lang an der Party geblieben. Ja. Trotz dem tollen Ballermann-Sound, den der DJ Büssi aufgelegt hat. da, 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 da schaffe ich ja sehr, sehr kurz und intensiv. Ähm, mit auch einem gewissen Alkoholpegel. Ähm, aber ich bin nicht weg der Musik geblieben, sondern was mich wirklich wahnsinnig gefreut hat, ist mit wie vielen Menschen ich geredet habe an dieser Party. wo irgendwie zu mir kommen sind, Bar, äh, zum, zum ein paar einfach um ein machen, ein paar um irgendwie äh, auszurichten. Ähm, so, es tut so blöd, aber so ein bisschen klassische Sachen. Aber was ich wirklich merke, ähm, es sind Leute gekommen, <laughs> wo die Podcast lose. <laughs> Und zwar von A bis Z und, und äh, anscheinend der Podcast bei ihnen wirklich auch äh, einen Unterschied macht, wenn man so will. Ja? Ähm, und das hat mich, das hat mich unglaublich berührt. Also wirklich, äh, eine ist gekommen, ich gesagt, ich, bin nur, ich bin nur an die Party, weil ich gehofft habe, äh, dass du irgendwie einer der Special Guests bist. Und ich so: ja, aber wieso kaufst du nicht <laughs> Tickets für die Show von mir? Und er also, han so: hanja, ja. Han ja. Äh, aber ich ja... Äh, ist ja verschoben wieder und nochmal verschoben und so. Und ich so, ja, okay. Aber er kommt dann. Und der andere ist gekommen und hat gesagt, hey, sorry, wie geht's? Dann mich so umarmt und ich so denkt ah, oh, shit, kenne ich da <laughs> Dann haben wir so umarmt und ich so, ja, alles klar, bei dir. Hilf mir nochmal schnell. Weil ich wirklich keine Ahnung was das ist. Und äh, da habe ich gemerkt, da muss mir auch, auch ehrlich sein. Ja, wenn man nicht weiß wer jemand ist, ähm, dann muss man halt einfach sagen, gib mir nochmal schnell irgendwie, bah, Anhaltspunkte. Und dann sagt er so, hey, jo, weiß nicht mehr. Der de Bieri vom, weiß auch nicht, was er gesagt hat, der Ametal. Und ich dachte so, what? Und, und wahrscheinlich hätte man es mir angesehen, und dann irgendwann sagt er, nein, scheiße, wir kennen uns gar nicht, aber wenn du kannst jetzt machen kann ich es auch. <laughs> und ich so, ja, fair play. <laughs> und äh, da habe ich dann später nochmal gesehen, weil er gesagt hat, kommt dann auf Führer, trinken wir noch etwas und so und danach hat dann ich eh noch gesehen mit mit ein paar anderen Leuten, wo wir gesehen sind, mit ihm und dann hat er hat gesagt, wenn spielst du mal in der Region und ich so ja, denn dort, denn dort und er so okay, ja, aber weißt Kalender ist so ja voll und ich so ja, schau mal und dann hat er gesehen da und ich so ja denn und denn und ah, ja, geil, äh, da kann ich sogar also und dann hat er Kritik geschrieben dann hat er noch ein Reminder geschrieben für am nächsten Tag, sich Tickets zu kaufen. Und dann hat er mir vor drei Tagen noch eine Mail geschrieben, dass er Tickets gekauft hat. Legende, richtig geil. Ähm, so so Dinge, einfach, einfach wirklich, hat so Spaß gemacht. Ich vergesse wahrscheinlich jetzt die Hälfte noch von der Begegnung. Ähm, und äh, falls falls jetzt zu es tut mir tut mir mega leid. Ich ich blank eigentlich so, wenn ich in dem Moment was erzähle. Ähm, was vielleicht manchmal doch nicht so schlecht, wenn ich mir schnell aufschreibe, <laughs> was ich mir erzähle. Aber ähm, wirklich viele, viele Dank, dass, äh, dass so viele Menschen einerseits äh, an der Event gegangen sind und und dass so viel von denen irgendwie zu mir gekommen sind und, und mit mir geschwätzt haben. Das hat mir wirklich, das hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe mich ohne scheiß, habe mich so wohl gefühlt und und habe mich auch ein bisschen stolz gefühlt, dass ich Teil äh, der Gruppe sein und von dieser, ähm, ich will schon fast sagen, Bewegung, die jetzt entsteht mit, mit Podcasts. Also nicht nur fast, sondern es ist eine Bewegung, die entsteht und, und auf einmal so Sachen wie Live-Podcasts angelangt finde Und ähm, der Aaron ist ja mal zu Gast im Podcast. Äh, also neben dem Büssi auch schon ein paar Mal und äh, der Schweizer wird sicher auch kommen. Ähm, und mit dem Arne haben wir es davon gehabt, wie viel Überschneidung eigentlich unsere Podcasts haben, also in, in Hörer und, und äh, zu, äh, Zuschauer in äh, Schafft Und ähm, ich habe gemerkt, es ist doch noch mal grösser, als ich gemeint habe. Ja, also so viele Leute, die auch meinen Podcast hören und, und irgendwie auch meine Zeugs kennen und irgendwie Tickets gebucht haben für, für Shows von mir. Äh, drum vielen, viele Dank ähm, es macht mir mega Freude und äh, ich äh, ja ich mache auf jeden Fall so weiter und äh, mache es dir bitte auch und auch der Podcast wird irgendwann in einer Live Variante sein ich habe so im Kopf irgendwann ist ja die hundertste Folge vielleicht macht man dann etwas. Ja. Hm ist eigentlich schon von Anfang an geplant gesehen und dann ist Covid co wie bei allem ja? immer ist Covid co ich weiß noch wo meine Eltern sich kennengelernt haben ja? dann bin ich geboren worden drei Jahre später haben sie sich getrennt weil Covid ist co ist <laughs> egal was <laughs> es ist immer Covid ist co ähm, aber auf jeden Fall werden wir das äh, definitiv auch machen ja? darum äh, wenn ich dann so zusammengefasst habe meine Woche in in Sachen Auftritt habe ich so gedacht okay Bernhard-Theater, Bumsvoll, äh, Löttheater in einem Bumsvoll, ähm, äh, äh, Firmen-Event, äh, wo recht Arbeit war und dann noch am Samstag absolut Craziness bei dieser comedy Manor party Eine normale Comedy-Woche. die Woche, ja. Woche geht es weiter. Heute ist Mittwoch, wie ich schon gesagt habe. Ich hoffe, ich kann dann auch aufladen, bevor ich hier äh, losdüsen muss. Wird aber sicher knapp, sonst sicher äh, nach der Show, also irgendwann heute Nacht. Fahre ich jetzt dann gerade auf Wienisdorf und ähm, dort spiele ich mich mein Solo. Morgen spiele ich in Aarau. Äh, es hat für beide äh, noch ganz wenige Tickets und ich verlose da jetzt exklusiv 300 mal 2. <laughs> Nein, natürlich jetzt noch mehr als genug Tickets. Es könnte sein, könnt dass heute äh, ein neuer Rekord aufgestellt wird in Anzahl Tickets. Ja. Und da könnt ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung und es ist äh, einmal mehr persönliche Entscheidung. Ähm, viele hätten wahrscheinlich jetzt abgesagt. Verstanden ich auch, also überhaupt nicht warten oder so. Ähm, ich, ich bin ich ein bisschen anders drauf. Ich bin einfach so, hey, wenn ich kann spielen, dann spiele ich und ähm, auch wenn es äh, am Schluss eine einzahlige <laughs> Zuschauerschaft ist, ist mir egal. Mir war Spass mir war der Spaß haben. war Spaß haben und, und äh, irgendwann ist es auch wieder anders, ja? und ähm, ich nehme glaube ich nehme, glaube, das Mikrofon und das Licht mit. Vielleicht mache ich einen kleinen Vlog. Äh, so es mal langt. Auf jeden Fall. So, ähm, wow, schon mega. Siehst, jetzt habe ich mir Zeit genommen und schon bin ich bei fast 20 Minuten und ähm, werde jetzt ein bisschen Mails vorlesen. Hallo, Joel, do ich seit Corona. Übrigens der Betreff, da vergiss ich immer. Der Betreff ist einfach gute Lune auszuzeichnen. Hallo, Joel. Da ich seit Corona einen recht langen Arbeitsweg habe und dementsprechend viel im Stau stand, bin ich mega dankbar und freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge von dir allein oder zusammen mit einem Gast online ist. Danke für deine aufgestellte Art und all die spannenden Themen, wo sich ergeben. Liebe Grüße, Solothurn, Benjamin. PS, das Mail schrieb jetzt auch gerade im Stau, aber sag's nicht. Benjamin, danke vielmals. Ähm, ich spiele in Solothurn. 13. Januar. Komm vorbei und sag Hallo nach der Show. Würde mich sehr freuen. Denn, glücklich. Lieber Joel, deine Podcasts inspirieren mich immer wieder von neuem und ich habe mir selbst gerade die Frage gestellt, wann ich in meinem bisherigen Leben so richtig glücklich war. Und das nicht nur kurzzeitig, weil ich etwas gemacht habe, was mir Freude bereitet, sondern voller Lebensfreude auf die Zukunft blicken ließ. Und herausgefunden, ich befinde mich gerade in diesem Abschnitt. Das ist sensationell. Großartig. Trotz Pandemie habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben geschafft, dass ich gute, sowohl gute Leute, sowohl im privaten als auch in der Geschäftswelt habe. Bisher war mein Werdegang von Konkursen und teilweise fragwürdigen Arbeitskollegen geprägt, klammere mit ein paar Ausnahmen. Das erste Mal sehe ich mich von wirklich guten Leuten umgeben, die mit mir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Es ist Erfolg auf der ganzen Linie, nicht nur die Arbeit, die uns vorantreibt, sondern auch das Zwischenmenschliche stimmt. Das ist eine absolut großartige Situation. Hast du dieses Gefühl auch schon einmal verspürt, dass du voller Zuversicht in die Zukunft geschaut hast und so etwas wie mein Leben ist perfekt gedacht hast? Oder anders gefragt, da du deinen Traum verwirklichen konntest, wann hast du so etwas zum ersten Mal gedacht? «Und was gerade gemacht. Huh. Liebe Grüße Isabel übrigens. Natürlich, viele, viele Dank Isabel, ähm, äh, die wo der Podcast öfters lose wüsste, dass Isabel äh, äh, sehr fließige Schreiberin ist und, und ich schätze es wahnsinnig fest, ja, ähm, vor den Mails zu den äh, Comments und so. Ähm, vielen, viele viele Dank, dass du die immer wieder mal und, und auch so tolle Fragen stellst, wo ich selber ein bisschen länger muss überlegen. Und darum jetzt also ein bisschen überbrück. Ich weiß, ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich jemals denkt habe, mein Leben ist perfekt, weil ich glaube, so etwas es gar nicht. Da haben mit dem Jahr Bild, da haben wir das ja besprochen. Ich warte immer noch auf mein perfektes Set, weil ich gefunden hat, das tätowiere ich mir denn. Also, die z liste die ich dann geschrieben habe. <laughs> und bis jetzt äh, hat es noch kein Tattoo gegeben. Aber ähm, ich glaube eben nicht, dass, dass das Leben perfekt muss sein sondern dass man eben selber sich in diesem Leben soll gut fühlen und Und glücklich ist immer so ein, so ein schwieriges Wort. Oder zufrieden, alle die Begriffe. Ich glaube, es ist so ein Grund, Zustand, wo man, wo man selber hat. Und, und ich, habe, ich habe irgendwann angefangen, Sachen zu akzeptieren. Und habe gemerkt, dass es mir dann so viel besser geht, als wenn ich das nicht mache. Weil man kann es nicht ändern. Ja, es, hat so, es hat so etwas äh, ähm, leicht buddhistisches, ähm, nämlich in dem Moment das Beste daraus machen. Ja. Und natürlich schaffe ich es auch nicht immer, aber, aber schon, nur, schon nur die Einstellung hat mir unglaublich viel geholfen. Und ich habe immer wieder so einen Moment, gehabt, wo ich, wo ich ja, nicht das Gefühl hatte, das Leben ist perfekt, aber wow, äh, mega geil. Ja. Und natürlich, ist auch gerade am Anfang äh, von der Karriere, äh, mit der meine jetzt Comedy, gibt es natürlich so einen Moment ich meine für mich werde ich sicher nie vergessen da ist wirklich noch unglaublich präsent ähm, wo ich was habe ich dort zwei Jahre bin ich ja am Stand-up Comedy machen geseh. was für ein schöner Satz und habe im 15 dort so im, im November glaube ich ist, ist Swiss Comedy Award gesehen und da habe ich gewonnen und dort bin ich Schon sehr happy. Gewesen. Und das war aber auch so ein bisschen, gewesen. ah, der, der, der will ich unbedingt gewinnen, der muss ich gewinnen. Ähm, und es ist nicht einmal der Moment, gewesen, denn, sondern ich weiss noch, bei der Show ist Michel Gametaler im Publikum gesessen, ganz vorne. Und der hat damals noch eine Comedy aus dem Labor gemacht für das SRF. Und dann bin ich in der Lang mit dem Charles. Das ist dort, wo der wo Charles und ich uns eigentlich wirklich wirklich angefreundet haben. Wir haben uns schon kennt irgendwie zwei Jahren und so und und hat immer lustig gehabt. Aber aber sind wir... Äh, fucking best, best Buds sind wir dort geworden, ja. Äh, und und haben drei für Glanz und Gloria, das goldige Iglu, eine Sensation und ich bin gerade bin ich irgendwie in meinem Hotelzimmer und krieg ein Telefon von Michel Gametaler, wo irgendwie sagt, hey, ich habe die Auftritt gesehen. Ähm, an der Swiss, äh, am Swiss Comedy Award ähm, und ähm, super gefunden. Und hättest äh, du Lust, nächsten Sommer bei äh, Comedy aus dem Labor dabei zu sein? Und jetzt ein bisschen erklärt, was man da alles machen und so. Äh, und das weiss ich noch, das ist so ein Moment, es ist natürlich jetzt völlig beruflich bezogen, aber ähm, dort habe ich wirklich gedacht: Wow, oh, shit, äh, jetzt geht es ab. So, ähm, ein anderes Mal gesehen, bei, beim Quatsch Comedy Club, bei der Talentschmiede, wo ich dort den Ehrenpreis kriege, nachdem ich das Gefühl hatte, ich habe schon verloren. Und der fucking Thomas Hermanns persönlich hat lobende Worte für mich und gibt mir den imaginären Ehrenpreis. Den haben sie ja dort schnell erfunden. <laughs> für mich anscheinend. Ähm, und. Das war wie im Traum. Das, ist, äh, das habe ich gar nicht wirklich können, so. Aber ich weiß noch, da oben war ein Traum. Da habe ich also gedacht, wow, äh, eben nicht mein Leben ist perfekt, aber mein Leben ist großartig. So, ich, bin ich habe dort gesehen, habe stundenlang mit dem Thomas Hermanns noch äh, schwätzen Und ich dachte, das ist der Dude, den ich früher als, als Bub am Fernsehen gesehen habe. Und dachte, hey, irgendwann stand ich mal dort. Und das, wenn so etwas passiert, ist es natürlich crazy. Ähm, grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt auch so. Ja, ähm, ich, ich bin in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung. Ähm, Ticketverkäufe sind super Scheiße und es stresst mich nicht. Sondern ich habe Freude, dass ich spiele und dass Menschen Freude haben, dass ich spiele. Und, ähm, ich habe tolle Freunde. Wir haben, wenn man mal Zeit findet, haben wir sehr lustige Übungen. wir ähm, haben eine tolle Familie. Und, ähm, zum zum Kreisbiss zu schließen, jetzt laber ich schon wieder so lang. Boah, ähm, zum Kreisbiss zu schließen auf, auf das, was Isabel geschrieben hat, glaube ich schon, ähm, dass mir in seinem Leben immer wieder muss Sachen, wo einem gut tun, verstärken oder zumindest beibehalten und Sachen, wo einem nicht gut tun, aber gut, äh, wo einem nicht gut tun, ähm, probiere es zu eliminieren. Das mache ich immer wieder sehr bewusst, wenn ich so merke, oh, das ist jetzt, das jetzt nicht für mich. Ah, Scheiße. Dann, dann probiere ich das irgendwie zu anderen. Ja. Und, und ich glaube, das ist eine, eine konstante Evolution, wo für mich wahrscheinlich nie aufhört, aber ähm, das ist. Etwas unglaublich Wichtiges, ja. Darum, ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt wirklich beantwortet habe, aber ähm, lebensverändernd und sicher auch, wow, mein Leben ist so toll, habe ich gemerkt, als ich, als ich auf Weltreise gesehen bin. Das so als kleiner Abschluss jetzt zu dieser Frage. Äh, auch im 15. ist, glaube wirklich alles sehr, sehr dort passiert. Und darum ist wahrscheinlich dann danach, wo die Sachen passiert sind, wie das, was ich vorhin erzählt habe mit, mit Michel Gammetaler und ein paar Monate später den Giacomo Müller, ähm, habe ich das Gefühl, das hätte so wie alles zusammengehört. Weil ich bin auf der Weltreise und habe mich dort zum ersten Mal mit mir selber auseinandergesetzt so richtig und bin nicht geflüchtet vor mir sozusagen. Und, und habe dann auch mit Distanz mein Leben... In der Schweiz können anschauen. Und dann habe ich eben sehr klar gesehen, ah, das ist toll. Ja, zum Beispiel eben meine Freunde, meine Familie. Hm, ich will mehr Comedy machen. Und für das bin ich auch auf dieser Weltreise, dass ich ein neues Programm schrieb Okay, was macht mir nicht so Spaß? Hm, das. Okay, das lassen wir weg. Okay, das auch nicht. Und, und irgendwie hat das geholfen, am anderen Ende der Welt zu zum Beispiel in, in Australien. Und einfach mit Distanz aus sich selber zu sehen. Ich habe dann dort von weitem gesehen, wie ich äh, in der Schweiz bewegt So, Und zum Beispiel, was ich sehr, sehr eliminiert habe, ist Stress. Und ich sollte jetzt langsam Stress kriegen, weil ähm, ich sehe auf der Zeit, dass ich jetzt dann langsam muss gehen. Ähm, Aber auch das kriegen wir alle. Und eben, ich stress mich jetzt nicht mehr so. Und früher noch bin ich so, mein Gott, wenn ich auf den Zug habe bin ich, ich habe noch am Bahnhof gewohnt und ich bin zehn Minuten vor Abfahrt bin ich noch der gesessen und habe gefunden, voll geil, ja. und dann bin ich gerannt und dann habe ich oft in letzter Sekunde den Zug verwünscht und manchmal auch nicht und so. Und dann bin ich gestresst und, ah, oh, fuck, jetzt komme ich Sport Und dann habe ich so gemerkt, hey, das kann man einfach wirklich eliminieren. So. Ähm, jetzt machen wir es so. Ich habe zwei Mails vorgelesen, drei Stehen aus, ich schaue mal schnell, wie lang sie sind. Okay, das kriegen wir sicher noch an. Viel Podcast. Hallo Joel, herzlichen Dank für die vielen spannenden und amüsanten vielgutstunde stunden Ich los immer bis zum Schluss auch die Solo-Folge. Das heißt auch das jetzt! Jawohl! Ich freue mich riesig, dass ich am 11.11. .11. endlich live an der Show kommen. Liebe Grüße bis Simona. Nice! Umso besser habe ich das jetzt noch vorgelesen. Weil dann ähm, sehen wir uns ja morgen. Simona. Zeig Hallo nach der Show, unbedingt. Dann nächste. Mail, das ziehen wir jetzt noch Comedy-Männer-Party. Liebe Joel, was für eine Freude, dich an der Party der Comedy-Männer zu treffen. Ich hoffe, du hast dich von mir nicht allzu fest belagert gefühlt. Falls doch, möchte ich mich hiermit bei dir entschuldigen. <laughs> Überhaupt nicht. Unser kurzes Gespräch hat mir bestätigt, was für ein toller Mensch du bist. Unglaublich sympathisch, sehr inspirierend und wahnsinnig humorvoll. Eine absolute Bereicherung, wenn es darum geht, sich gut zu fühlen. Besten Dank für deine Arbeit und bleib so, wie du bist. Grüße aus der Zentralschweiz, Marcel PS. Ich freue mich riesig auf Hochdorf. Wow, danke vielmals, Marcel. Ähm, an dich habe ich vorher gedankt, als ich erzählt habe, was für tolle Begegnungen ich gehabt habe. Kein Witz. Ähm, weil, äh, was du do jetzt nochmal geschrieben hast, hast du mir dort schon gesagt. Und du hast sogar gesagt, du, wirst nie, du könntest nie das in eine Mail schreiben. Und jetzt hast du es gleich gemacht. Das freut mich mega fest. Und ähm, das hat mich wirklich hat mich sehr, eben, sehr gefreut und sehr berührt. Drum, ja, danke vielmal und ich freue mich auch auf Hochdorf äh, und dann sehen wir uns dort. Yes, geil, sicher. Und letzte Mail, jetzt haben wir es gleich durchgezogen, ist doch geil. Hallo, Joel, ich höre deinen Podcast oft im Homeoffice und finde die Gespräche immer sehr interessant. Am besten gefallen mir die Folgen mit Charles/Charlie oder auch mit anderen Comedians im ähnlichen Alter, zum Beispiel Renato Kaiser. Ein Podcast von dir und Charlie fände ich wirklich auch sehr interessant. Außerdem muss ich bei meiner wöchentlichen Velotour immer an Charlie denken, da ich in östertal vorbeifahre. Liebe Grüße und mach weiter so, Fabian. <laughs> Geiles Sieg. Ähm, yes, also der Charlie ist ja eh immer wieder zu Gast und äh, wird es auch immer wieder sein. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Ähm, und und wir reden ab und zu. Aber es ist, es ist äh, schwierig zu organisieren. Also, man redet ab und zu darüber, vielleicht eben gemeinsame Podcasts zu machen. Aber es ist noch ein bisschen schwierig zu organisieren, weil ähm, vielleicht haben Sie es mitgekriegt: beim Charlie geht jenseits ab. Also, freut mich mega, mega fest, <laughs> immer wenn ich irgendwie Werbung von ihm sehe und, und äh, sehe, wie, wie gut seine Shows laufen. Ähm, auch natürlich unter Berücksichtigung von Corona. Aber trotzdem, ähm, das Zeug läuft. Und äh, drum das ist sehr, sehr geil. Und ähm, ist, ist darum organisatorisch zum Teil ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kriegen wir es mal an, dass wir irgendwie so in einem bestimmten Rhythmus etwas machen oder so. Bis dann, laden wir auf dem wieder mal äh, in meinen Podcast ein und dann labern wir dort ein bisschen Quatsch. So. Yes! Fünf Mails, die sind alle in der Auslosung. Die mache ich das nächste Mal. Ähm, für äh, zwei Tickets einer äh, von einer Show. Jetzt kann ich schon im Schwätzen. Zwei Tickets für eine Show nach Wahl. Von mir. Für eine Show von mir nach Wahl. Zwei Show-Tickets von mir, für euch nach Wahl. Okay. Ähm, und äh, ja, verlosen wir wieder. Schreibt Mails, wenn ihr Bock habt. Äh, podcast at joel -von .ch Und das war's von mir. Ich nehme an, der Kunde erst nachdem ich auftreten bin, weil das längst mir jetzt wirklich nicht Aber. Ohne Stress, immer entspannt, liebe. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Und wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Peace.